Mahlzeit, Leute. Willkommen zum dritten Teil von The Universum. In der letzten Folge hat es ein bisschen gedauert mit dem ganzen Forschen und so. Und jetzt machen wir auch weiter, wo wir aufgehört haben. Die Jagdhütte ist fertig. Ich muss noch ein paar Jäger zuweisen. Wobei ich jetzt eigentlich nur noch die Faulen habe. Adahi und Eva möchte ich jetzt, ja, gezwungenermaßen werde ich die beiden jetzt mal noch als Arbeiter wegschicken. So, wir nehmen kleine Tiere erstmal und eine kleine Falle, die ich erstmal hier aufstelle. Oh nein! Okay. Ich habe gerade gedacht, da wäre jetzt was Schlimmes passiert, aber da will irgendjemand einfach nur unser Zeug haben. Nö, sehe ich nicht ein. Ich weiß auch nicht, wo diese andere Stadt ist. Vor allen Dingen, die sind schon aggressiv und stellen jetzt auch noch Forderungen. Geht ja mal gar nicht. So. Ach, ihr baut da eure Hütten vorne ans Wasser. Ja, das ist ja schön. Ich hab mal zugebaut. Bis hier. Auch noch eine Steinhütte. Mein Gott, was ist denn jetzt hier auf einmal los? Fortpflanzung auf höchster Güte. So, euren Park baue ich euch auch. Ihr arbeitet schön. Das klappt auch. Lager sieht okay aus. Ledereimerforschung abgeschlossen. Wunderbar. Dann sind die Brunnen auch. Können wir eigentlich in die nächste Stufe gehen. Aber dafür müssen die erstmal produzieren hier. So, ich könnte natürlich jetzt noch. Wo ist es? Ich blind? Anscheinend ja. Da ist es. Ich wollte mal gucken, ob ich hier irgendwo noch ein Lager reingequetscht kriege. Nee, leider nicht. Wohl stimmt, da steht nur eine Steinhütte, ne? Oh, das ist doch noch Ada hier. Soll ich ihm die Kündigung geben? Ja, der Platz bietet sich leider so an. Nee, geht nicht anders. Leider ja. Oh nein, Eva hat sich schwer verletzt. Wo ist sie? Schwer verletzt ist nicht gut. Kann ich hier helfen? Ja, wo ist es? Nein, natürlich nicht. Mist. Oh, Adahi ist auch dahin geschieden. Adam ist auch von uns gegangen. Oh nein. Oh,
Ich sollte eigentlich mal zum Arzt. Das ist gut, dass sie zum Krankenhaus geht, bevor sie noch stirbt. So, da ist auf jeden Fall gut eingepflanzt. Ach, ist auch am Wachsen. Mist. Das dauert noch ein bisschen. Arbeitet ihr nicht da? Na doch, ein bisschen. Weil. Irgendwie habe ich zu wenig Bevölkerung. Da gehen sie wieder jagen. Haben sogar die Jägerpilzmittelchen an. Ah, sie erholt sich. Das ist schon mal gut. Ja, Eva ist geheilt. Die muss auch nichts mehr machen. Die hat so viele Kinder für unser Dorf bekommen. 4 Stück. Da hätte ja noch ein bisschen mehr gehen können. Nein, passt schon. Wohin geht sie? Wie wär's denn mal mit arbeiten gehen? Ach Mann. Hauptsache 3 Leute bauen an dem Reservoir rum. Ach, da fehlt auch noch einiges. Oh Gott im Himmel. Immerhin wird der Brunnen schon mal fertig. So, neue Forschung. Lebensmittel haben wir konserviert. Dann werde ich jetzt noch die beiden Sachen erforschen. Und dann. Werde ich mal versuchen, die Lebens Wahrscheinlichkeit der Nuggets ein bisschen noch zu erhöhen. So, die Abtrünnigen im Dorf ist mir relativ wurscht. Wir sind 11, wir sind 20. Plus 2 Kinder. Das schaffen wir. Ich weiß gar nicht, normalerweise bauen die manchmal immer in der Nähe. Aber ich habe es jetzt noch keinen gesehen. Deswegen wird es dann Zeit für einen Wachturm. Ja, den Brunnen muss ich später verbessern. Ist alles Material für da? Wunderbar. Mein Gott, es wird ja langsam. Oh, was kommt da denn? Ein Sturm kommt. Wunderbar.
Mist, und wir können keine Bunker bauen. Wer weiß, wie viel denn da jetzt hier der zeitliche Segen, wenn der Sturm kommt. Ja, werden wir später den Alarm läuten müssen. Ich hoffe nur, er trifft nicht die Farm. Also, da ist Grasland und die ist im Wald, okay. Zählt das eigentlich als Nahrung? Ne, das sind Kräuter, ne? Stimmt, jetzt weiß ich wieder, warum ich auf ich möchte nämlich gerne die Wasserpumpen upgraden. Aufhörgeschwindigkeit. Brunnenaufhörgeschwindigkeit. Und da Brunnenschachtschaltung, glaube ich. Man kann nirgendwo gewesen sein, ne? Zunkis. Wasserpumpe. Da müsste ich noch mal gucken. Wasserrad. Was war? Bildung, was Schule? Krankenhaus abbrennt. Da ist es. Ach, Mist. Dann müssen wir mal gucken, dass wir das abbrechen. Ach so. Das ist natürlich ganz bitter. Müssen wir das so machen. Aber ich muss die Wasserpumpen hochkriegen. Mit dem Brunnen kommt ja so gut aus, ne? Oh, da braut er sich schon zusammen. Muss noch gebaut werden. Um das Lager kümmert sich keiner. Hauptsache, ihr baut erstmal eure Häuser. Kommt, macht doch eben den Brunnen fertig. Hab ich so wenig Leute? Da arbeitet jemand. Da arbeitet auch jemand.
Habe ich Waldeichel angebaut? Teufelssalat. Haben wir die Pflaume schon? Pandagienpflaume. Pandagienpflaume. Ja, hatten wir. Die muss aber in der Wüste angebaut werden. Schön. Oh nein, Yumlaso. Kassama, machen wir erstmal Personalcheck. Können wir da nicht so draufklicken? Doch. Knabberer. Wunderbar. Kann ich mitleben. Verbraucht weniger Nahrung. So, ist hier noch irgendwas Essbares? Was hier rum? Kristalliner Wildapfel, den haben wir schon. Tüffelsalat können wir schon, das können wir auch schon. Gehen wir mal ein bisschen umströben. Ist da jetzt nichts zu essen? Achso, nee, das ist Holz. Hui! Oh, haben wir hier noch was? Blutdurchfallfrucht. Tödliche Saatkräuter. Nehmen wir mal mit, wer weiß, was wir da Böses draus machen können. Vielleicht können wir den Nachbarn einen kleinen Giftcocktail schicken. Oh nein. Die ganzen Pros von früher. Grund kann ja hin und vorne nicht sein. Ne, ich will nicht am Friedhof Steine lümmeln. So. Ne, da nicht hin. Dahin. So, könnt ihr das jetzt bitte mal bauen? Ich meine, ich weiß, dass sie die Steine brauchen, aber wir haben auch noch die alten Gebäude. Da könnten wir auch upgraden. Okay. Aber es sieht im Moment so schlecht aus mit unserem Lager. Es sind gerade mal 5 Nahrung drin. Ach, da hat sich schon wieder jemand verletzt. Oh nein, es ist doch noch Eva. Ach, eigentlich wollte ich mir die Sachen aufsparen. Keiner hat was gesehen. Ja, es wird Zeit. Der Winter naht. Unsere Wasserräder schaffen es gar nicht mehr, die Reservoirs voll zu machen. Oh Gott. Wie sieht es denn bei den Jägern aus? Dort? 13 Uhr Nahrung. Okay. Aber wir brauchen keine 3, 2 reichen. Wir wollen ja nur kleines Zeug. Irgendwie sind meine Nuggets nicht so auf mich zu sprechen. Aber der Brunnen ist fertig. Wunderbar. Da fühlt euch auch noch was. Was sagt denn die Fahne? Ich weiß auch nicht, für wen die sein soll. Also. Oh, eine Wahl. Was haben wir denn? Wissenschaftlicher Fokus,
Wir ziehen. Freude brauchen wir nicht, ich würde eher sagen. Wissenschaft. Dass wir an den Bunker und die ganzen fortschrittlichen Gebäude mal kommen. So, ansonsten, wir sind schon ein ganz schönes Stück gewachsen. Das Problem ist, dass man mit den Wohnhäusern zwar ein bisschen nachhelfen kann, wo die sich hinbauen sollen, aber die bauen teilweise wirklich so knapp an der Grenze. Ich glaube, ich werde auch einen zweiten Ingenieur bauen müssen. Wetterstation nicht. Krankenhaus, Ingenieur. Und dann würde ich glatt mal sagen, das ist noch ein Bereich. Wenn, dann würde ich gerne hier oben. Weil hier unten mit dem Wasser, das wird nicht mehr viel, Leute. Da würde ich eher sagen, dass er hier oben hinkommt. Oder ich einen zweiten einstelle. Was wahrscheinlich noch nicht geht. Er ist doch gesperrt. Mist. Tja, guter Rat teuer. Oh, da hinten. Ein Geist-Nugget. Schöne Details. Oh, was denn hier? Der Nugget ist sehr schwach. Und was hier? Achso, das sind die, die zur Wahl stehen. Alles klar. Moment, hatte ich das? Wo ist der Bubbel? Und der geht jagen mit 25% weniger Stärke? Oh nein, Eva. Oh nein, da liegt sie. Ausgerechnet zum Winter hin. Na, behandeln Sie bloß pflegsam. Naja, sie kümmert sich da schon drum. So, ansonsten, das wird langsam. Oh, das hat so viele Ressourcen gefressen. Okay. Ich glaube, wenn der Park gebaut ist. Oh, verarbeiteter Stein. Ja, der Krise dringt wieder Panik. So. Würde ich nur bei ein bisschen Material helfen. Kein Grund, sich direkt wieder die Hose nass zu machen hier. Da war das Lager. So. Oh, das geht mit 47 runter. Ja, was auch immer. Das könnte richtig knapp werden.
Wo sind wir denn? Na, wir sind schon nah an dem Upgrade für die Wasserpumpe. Zum Glück geht die Forschung ein bisschen schneller jetzt nach den Wahlen. Sonst sieht's mau aus für uns. So, hier wird jetzt gebaut. So, dann wird das Lager gebaut. Und dann spare ich mir die Ressourcen erstmal. Wie sieht es denn hier in den einzelnen Hütten aus? Aha. Achso, die beiden sollen gerade Mittagspause machen. Wie sieht es hier aus? Da wird gerade der Ofen angemacht. Wunderbar. I see you've made more research progress. You're not too bad at this after all, Creator. So, zwei Sachen noch, dann haben wir's. Und ich glaube, ich werde dann noch mal ein drittes Reservoir irgendwo bauen. Was brauchen wir denn noch mal dafür? Dafür brauchen wir schon verarbeitetes Holz und verarbeiteten Stein. So ein Mist. Und ich wollte eigentlich Materialien sparen. Naja, da kann man nichts machen. Dann warte ich erstmal, bis der Park fertig ist. Lager wird noch eine Zeit lang dauern. Ich hoffe, dass das Wasser reicht. Ich meine, okay, wir sind jetzt schon fast wieder im Frühling, aber... Ich würde es auch hier hinsetzen. Ja, aber ihr könnt das mal... Eure Häuschen aufbauen. Da klappt ja auch schon alles. Wie sieht es denn mit dem Park aus, Leute? Oh, er wird fertig. Oh, wir sind in der Steinzeit, haben aber auch schon Gaslaternen. Und gemeißelte Brunnen und Bänke. Ja, okay, Bänke, okay. Nun gut. Der Winter endet hoffentlich bald. Das Wasser geht mit 62 runter. Das geht gar nicht. Da wird als nächstes ein Reservoir gebaut. Noch zusätzlich. Dann, sobald die Forschung fertig ist, die Wasserräder geupgradet und noch ein viertes hingeknallt. Und dann hoffen wir, dass es soweit reicht, dass wir damit zur Rande kommen. Gut, aber wie immer, ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Video angucken. Wie gesagt, Anregungen, Kritik immer gern gesehen unter den Videos. Ansonsten vielen Dank im Namen von Bright Time Team und wir sehen uns im nächsten Teil. Haut rein!